Straße zugeschaltet auf dem Rückweg aus der schönen Eifel, der Trainer von Kurdistan Düren, Mike Wengort. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Juris. Ja, 4 Spiele und dementsprechend heute beim Tabellenletzten angetreten SV Sötenich, ein Aufsteiger in der Bezirksliga, also ein Aufsteigerduell. Der Tabellenführer reist zum Tabellenletzten. Wie ist es denn ausgegangen nach 90 Minuten? Ja, wir nach 90 Minuten haben wir 4-1 Auswärtssieg eingefahren. Aber es gab doch eine Schrecksekunde in der 8. Minute oder 6. Minute für Ihre Mannschaft. Ja, 8. Minute, Krieg mit 0-1. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, weil wir vorher in der Kabine ansprechen, dass die Standardsituation, gerade die Eckbälle von Söte nicht langkommen. Der kommt dann auch lang und dann finden wir da keine Zuordnung und der steht hinten am zweiten Pfosten und braucht den Ball im Prinzip nur einschieben, nimmt den zwar Volley, aber mit der Innenseite steht er ganz blank, also ganz, ganz dummer Start. Wir waren auch die erste Viertelstunde überhaupt nicht auf dem Platz. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, also waren sehr verschlafen und überhaupt keine Zuordnung gefunden. Und also ja, waren dann zurecht 0-1 und haben uns dann aber Gott sei Dank mit dem 1-1 wieder in die Partie reingespielt. Ja, die Sportanlage in Sötenich am Waldrand der schönen Eifel. Dementsprechend war das Geläuf auch nicht so ganz einfach für Ihre Mannschaft. Boah, nee, muss ich sagen, daran lag nicht. Also der Platz war okay. Der Rasenplatz, man konnte, wenn man da flach gespielt hat, den Ball auch laufen lassen. Also es war jetzt kein Acker. Er war zwar sehr hart, der Platz, aber der war trotzdem gut zu bespielen. Also am Platz lag es heute nicht. Nee, der war in Ordnung. Ja, rund 150 bis 180 Zuschauer und Marc Wollersheim und Presley Uwase haben in der ersten Halbzeit das Ergebnis korrigiert. Richtig, der Marc Wollersheim nach einem schönen Pass durch die Schnittstelle von Özgürtanko taucht er dann alleine auf dem Torwart auf und schiebt ihn dann links unten in die lange Ecke. Und Presley Uwase so ein bisschen Einzelaktion, wird auch freigespielt, dann will er 1 gegen 1 gehen gegen den Torwart. Verliert den Ball aber und kriegt dann auf Umwegen dann Gott sei Dank nochmal wieder und tankt so ein bisschen alleine durch den 16er und schließt dann ab. Und dann haben wir dann innerhalb von 5 Minuten, also 18. und 23. das Spiel dann zu uns dann Gunsten gedreht. Wir haben dann aber wirklich die 27 Minuten, die wir von dem 1-1 bis zur Halbzeit haben wir echt ordentlich gespielt, haben wir viel Druck und hätten sogar noch ein drittes oder ein viertes und fünftes Tor auch in der Halbzeit schon machen können. Ja, gehen wir in die zweite Halbzeit. Da wurde nochmal Presley Uwase aktiv und zum Schluss Marc Wollersheim mit zum 3-1 und 4-1. Haben Sie da irgendwie Befürchtungen gehabt in der zweiten Halbzeit oder haben Sie dementsprechend, sag ich mal, ausgewechselt oder haben Sie die Mannschaft einfach durchspielen lassen? Nee, wir haben also schon in der zweiten Halbzeit gewechselt. Wir haben also einen Doppelwechsel in der 66. gemacht. Da stand es noch 3-1. Da stand es 3-1. Presley hatte kurz vorher 3-1 gemacht. Und mit dem 3-1 war einfach so ein bisschen der Deckel drauf. Dann kam auch von Sötenich nicht mehr ganz so viel. Wir haben es aber am Ende dann, sag ich mal, die letzte halbe Stunde schlecht gemacht. Und da muss ich auch so ein bisschen Kritik weitergeben. Wenn wir da ein bisschen cleverer sind und uns so ein bisschen mit dem Spielstand spielen, indem wir uns auch ein bisschen kompakter stellen, können wir dann wesentlich mehr ausspielen, mehr Konter spielen und machen dann vielleicht auch noch ein Tor mehr. Aber ja, ich meine, am Ende will ich nicht meckern. Wir haben 4-1 auswärts gewonnen. War zu keinem Zeitpunkt des Spiels hatte man das Gefühl, dass wir dieses Spiel hier aus der Hand geben. Wenn Döte nicht trotzdem noch immer mal zu Chancen gekommen ist, aber das lag dann auch an unserer, ja, wir haben so ein bisschen zu offen gemacht hinterher. Aber insgesamt war eine gute Vorstellung. Wir gewinnen 4-1 auswärts. Ja, ich bin hochzufrieden. Ja, hochzufrieden kann man sein nach 4 Spielen mit 10 Punkten. Man ist Tabellenführer, man kennt es ja aus der Kreisklasse und man ist ja auch jetzt vor kurzem in den letzten Tagen geehrt worden, hier vom Fußballverband. Dementsprechend für die kommenden Wochen gute Voraussetzungen. Ja, sicher. Ich meine, klar, sportlich hatten wir, ich bin jetzt seit dem 27. März 2018 da und sportlich hatte ich im Prinzip noch gar keinen Tiefpunkt in der Zeit. Also es läuft einfach sportlich sowieso, klar, auch vom Verein her. Wir haben echt immer gute